Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, Mein ich baue Name ist uns Herr mal hier einen Unsinn. Außenposten hin. Und wieder mal eine Runde Hell Let Loose Würde in ich sagen, folgen wir der Freu. Straße weiter und probieren eine Garnison zu errichten. Mal schauen, was es bringt, Jawohl. gell? Jo, mach mal, bin dran. Westlich. Westlich von Thousand Edge. Also, wer Muni braucht, ich hab dabei. Dann komme ich gleich mal vorbei. Okay. Ich glaube, ich bin der Letzte in der Gruppe. Ja, inwiefern? Ich Also laufe, Gebäude hier glaube, als vorne. Letzter. Wir sind auf jeden Fall schon im Server. Nee, ich bin doch nicht der Letzte. Irgendjemand ist ganz weit hinten noch. Das müsste ich sein. Also ihr seid noch weit vor mir. Ich komme kaum ran. Kannst hier Rohstoffe hinpflanzen? Jo. Na, jetzt machen wir gerade Atempause, denke ich mal, Achtung, und dann kommst du nicht da bestimmt dran. durchlaufen. Jetzt einmal wieder von vorne anfangen. Eure Marschgeschwindigkeit ist einfach zu hoch. Wir Die haben halt Garnison steht auch. schnell gespawnt, wir wollten rein, weißt Ja, ich habe dieses schwere MG, das geht ja auch dann nicht so schnell. Ja, das stimmt. Ich würde kurz warten, bis die Kontakte auf Southern Edge bekommen, was noch nicht der Fall ist oder gerade erst anfängt. Also ich knall jetzt hier auch mal ein bisschen Muni hin, gell? Ist. Ja, aufpassen, Feinde Richtung 140, 150 die Richtung. Ist schon da, hab einen. Auf den Rest auch aufpassen, einer liegt. Oh, der war richtig nah dran, Jungs. Wo war das 140? Der war direkt neben uns hier. Liegt da tot in der Scheune. Alter, der war aber schnell, du. Das war einer von der ganz flotten Sorte. Ich sehe noch Zwei der welche. Flinken. 160. Da turnt einer hinter diesem kleinen Busch da drin. Ja, ich sehe ihn. Pfeife, renn in das Haus auf Westen. 270, um wieder das zu übernehmen. Ich komme mit dir. Ja, Leute, ihr seht, es geht gleich wieder stressig los. Granaten gehen raus in den Nebel. Scheiße, hier mit den Fenstern. Guck mal aufs Dach. Ich bin in der Scheune nebenan. Komm hier nicht aufs Dach. Okay, Pfeife, bleib hier in dem Raum und Süden und SES Richtung. Und auch noch ein bisschen 200. Jetzt die Stellung hier. Warten wir kurz, bis Southern Edge genommen worden ist, dann gucken wir, was wir nehmen. Kaum gespawnt, Leute, schon Action. Sind aber auch schnell gewesen, die Leute. Die waren aber auch schnell hier, gell? Wahnsinn. Wenn Southern Edge genommen worden ist, rücken wir weiter vor Richtung Süden. Jetzt. Und auf Feindkontakt aufpassen. Hier sind welche, aufpassen. Der kam von hinten. Einen habe ich. Hat mich, die sind close, aufpassen, haltet die Stellung. Rückt nicht weiter vor. 250, kommen sie. Da kommt auch ein Tank, wir brauchen auch noch Panzerabwehr. Haben wir einen? Ja. Alles klar. Südwesten, Süden kam da irgendwo der Tank. Ich respawne. Oh, 40 Sekunden, haltet die Stellung so lang. Ah, ich sehe den Tank. Er bewegt sich von rechts. Und Munition droppen. Die Rocket. Sherman auf 225. Ah, knapp.
geht doch schon gut los, oder Leute? Wenn ihr Feindkontakt habt, bitte immer Grazer geben. Bekommt ihr es hin mit dem Tank? Ich muss erstmal respawnen. Und neben dem Haus, wo ich gerade gestorben bin, also wo der Squad-Leader war, da hockt einer. Green Soldier, wo drauf schießt du? Holz shoppen. In der Zaun ist einer. Pfeife, fall ein bisschen zurück. Immer Gradzahl bitte. Feinde direkt auf SW 220. Schmeiß Granaten, Jungs, wir bauen MG hier auf. Granaten rüber Richtung 250, 240. Sind schon sehr nah dran. Panzer ist auch in die Richtung. Halte dieses Dorf um jeden Preis. Um jeden Preis. Na, das kommt. Wie soll, sonst können die nämlich auf Southern Edge vom Westen komplett durchpushen. Das wollen wir nicht. Die wollen sich hier aufbauen. Das dürfen wir nicht zulassen. Halt bis zum Tod. German auf 203. Wo ist unser Panzer? Der Beschuss, ich bin hier bei dem Baum, ich bin ein bisschen, also ich sehe den Panzer von 210, hab den Beschuss gerade mal ein bisschen auf mich gelenkt gehabt, aber jetzt ist es auch schon wieder vorbei. Ja, er hat glaube ich auch direkt auf mich geschossen, ich bin direkt neben dir. Ich brauch schon mal ausgeschaltet. Und wir müssen weiter auf den Schirm schießen, der muss fallen. Heiz weiter drauf. Ich habe ihn. Er hängt fest, er braucht noch einen Schuss. Ja. Oh, er steht, Jungs, das ist unser Kill. Ja, schießt noch. Sniper von hinten auch. Gegner passen. Auf Osten 250, 250 läuft in Richtung 280. Auf dem Feld, hinterm Panzer ist er gleich. Jungs, sie kommen schon hinter uns rein. Ich glaube, die haben unsere Außenposten zerstört. Panzer ist tot. Sehr gut. Infanterie 190 nah. Jemand hat unsere Rohstoffe von hinten zerstört. Das ist das Haus südlich. Ich baue einen neuen Außenposten. Ja. Außenposten steht. Garnison und so wurde alles von uns zerstört. Da ist einer leider reingerusht von hinten. Feind auf 210, ich markiere sofort. Genau da, wo die AE explodiert ist. Gar nicht kannst du bauen, ne? Ja, guck, ich steh jetzt gleich. Die heizen uns jetzt mit Luftangriffen ein, aufgepasst. Ja, das ist ganz schön stressig. Ich will noch mal was gucken. Feindliches Squad auf 235. Wenn die Sohn steht. Das Gewehr ist eigentlich übelst geil. Wir halten weiter unsere Position. Feindkontakt 220. Links neben der Hütte. Da wo jetzt Smoke ist. Ich halte einfach mal das MG. Ja, müssen wir mal schauen. Schön Suppression geben. Mal schauen, wie wir das halten.
Sieht's denn hier überhaupt aus? Ja, alle Zwiebel getroffen. HE ist in dem Wald, wenn ihr habt. Feinkontakt auf 250 neben dem links neben dem Strohballen, neben diesem Strohscheißding da. Wie heißt das denn? Strohscheißding. Hey, wer? Wer ist Neuss? Wer zum Fick ist Neuss? 219 neben der Holzhütte. Wieder. Ich wurde geteamkillt, ja. Oh, hier ist so viel Action, meine Pizza ist schon kalt, so ein Dreck. Weitermachen. Die arme Pizza. Ja, ich habe auch gerade mit dem heißen Käse schön mein Mic gestreift. Da hängt jetzt so ein Käsestreifen dran. Ist das scheiße. Dumpf. Du sollst doch mit dem Mund essen und nicht mit deinem Mic. Ja, aber du weißt doch, wie das ist. So hektisch hier nochmal schnell die Pizza gesetzt. Wir haben immer noch den Wald versteckt. Wir müssen die gar nicht da zerstören. Haut Granaten rein. Mein Kontakt auf 280. Die kommen jetzt auch von rechts. Mein Kontakt. Der Ranger, der Ranger, pass auf. Der Ranger, aufpassen. Ja, ich hab gerade eben gekillt. Okay. Ja, hier geht's aber ab. Das ist nicht mal irgendwie so ein besonderer Punkt oder so, dass einfach so kleine Häuser sind so. Die sind echt sauer. Die wollen! Wir lassen die hier nicht vorbei, die wollen uns umranden und das lassen wir nicht zu. Oh, ja, geistig. Tank auf der Straße. Wo ist unser Rocket? Ja. Unser Rocket unterstützen. Nördlich oder? Oh Leute, ich muss mal kurz auf die Toilette. Wo ist unsere Rocket? Ich respawne gleich. Wo ist er denn? Nördlich, gut. Südlich? Auf der Straße, ich markiere ihn dir gleich. Wer hat denn hier die Anti-Tank gebaut? Hier ist eine Falke, komm runter von der Straße. Oder besetzt die Park. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, wer gibt mir mehr... Warte mal. Das Ding ist von einem anderen Squad. Auch noch einen für die Pack. Nicht von uns. Wo ist das Feindauto? Ach da, Abel. Pfeife, nicht auf die Straße, kümmere dich nicht um den anderen Squad. Ja. Können ihre Pack selber besetzen. Tank müsste irgendwo auf der Straße kommen, wir sehen nicht. Ja, ich sehe nicht, ich sehe 160. Ein bisschen weit weg. Okay, Tank. Panzer auf 167. Pfeife, komm hinter die Mauer. Tank steht noch. Ja, Tank nimmt das Haus unter Beschuss. Ich smoke uns jetzt hier die Lücke weg und dann pushen wir nach rechts rüber. Ich sehe Infanterie auf 230 von links nach rechts. Wir warten auf die Rauch. Aufpassen. Achtung, Granaten. Die sind auf 240. Hast du eine Granate für 240? Auf 240. Oh, ja, so wir sind auf 220, greifen das erste Haus direkt frontal an. Okay, weiterhalten. So Leute, da bin ich wieder. Schnell auf Toilette gewesen, noch was zu trinken geholt. Dann machen wir gleich weiter. Sehr schön. Ja, super. Gucken wir mal schnell, das müsste doch eigentlich... Der hier die sein. Wollen hier richtig, Mann, die wollen hier richtig durch. Ah.
Lauf auf der Straße. Jo. Okay, mich haben sie. Aber ein paar habe ich mitgenommen. So, hab gewechselt auf Medic. Die sind schon drinne, Jungs, die sind schon drinne. Beim Haus, hinten im Innenhof. Ist durchgekommen, aufpassen. Da, wo unser Spawnpunkt ist, oder was? Ah, hab ich gesagt. Ne, auf der anderen Seite der Straße vom Spawnpunkt auf. Im Innenhof. Ich glaube, der ist tot. Da lebt er oder ist er ins Haus? Boah, die hauen hier AEs und so rein. Achtung, die ganze Innenhof ist voller AEs. Die laufen jetzt weiter nach 268. Viele Leute machen da Druck auf uns. Von wo die kommen, das ist unglaublich. Mir hat's die Beine weggerissen. Okay, Jungs, wir laufen eine Runde. Der Tank muss sterben. Im Spawn ist schon die Hölle los. Ich glaube, die wissen, wo Tank der ist. Tank ist markiert. Oh, Jungs, wir werden hier richtig eingeheizt gerade. Weiter halten. Sagst du so einfach. Wir müssen nur mal irgendwie auf die andere Straßenseite kommen, weil da drüben laufen die alle rum. Okay, wir kassieren jetzt beim Spawn schon direkt. Ab ins Haus. Ja, die sind direkt hier beim Spawnpunkt. Aufpassen da, wir fallen ein bisschen zurück. Ja, spawnen können wir hier nicht mehr. Ich glaub's vorbei. Doch, ihr könnt spawnen. Ich smoke jetzt hier alles ein und dann ziehen wir uns zurück. Hier ist aber gleich einer um der Ecke. Ich bin gespawnt. Ich konnte mich noch nicht mal drehen, da war ich tot. Der ballert da einfach rein. Ich spawne jetzt nochmal, leg mich gleich hin und versuche wegzuroppen. Ich probiere mir südlich zu laufen und dann bauen wir da eine Pack auf. Okay, wir fallen eine Häuser okay, das zurück. Das Spawnpunkt ist viel zu heiß. Schon wieder geschafft. Ja, nicht spawnen, nicht spawnen. Spawn, nicht spawnen, das ist was Neues. Wir bauen uns neu auf. Ich halte noch so lange, wie ich lebe. Nehme alles mit, was hier um die Ecke kommt. Lasst mich zurück, so eine Kacke. Ich bin hier oben im ersten Stock. Okay, der Spawnpunkt sitzt. Wir bauen uns in der nächsten Siedlung auf. Ich hätte gerne eine Pack auf der Straße. Ich hätte gerne noch ein MG. Du bist nicht alleine. Ich liege hier draußen noch rum. MG ist schon auf dem Weg, also ich versuche hier gerade zu stoppen. Ja. So, dann platzieren wir. Ich bin hier. Ey, wer tötet mich da? Mein eigener Mate, du krankes Stück Scheiße. Dann suchen und killen selber. Vielleicht merkt er sich das. Da sind Feinde hier bei uns. Ja, ich habe aber Teamkill bekommen.
Das ist egal, mache ich auch immer. Alter, das ist voll MG-Beschuss hier. Hey Jungs, jetzt kommt alle auf meine Position, alle auf unser Marker spawnen. Habt ihr verstanden? Also versetzen. Die kommen aus 250, glaube ich. Jo, hab ich schon mitbekommen. Wo haben wir einen, der hier eine Pack bauen kann? Wo bist du? Ich versuch's, aber ich hey, die kommen jetzt schon krass auf diese Siedlung gepusht. Mega heiß. Brauchen wir noch Support, sonst würde ich die gerne mal wechseln. Support erstmal nicht, aber wir brauchen was, jemanden, der eine Pack errichten kann. Mitten auf der Straße. Ja, ich komme. Die Tank ist belegt. So, wohin willst du die denn? Auf die Straße. Hier neben mir auf die Straße, wenn's geht. Ja Leute, wie ihr seht, das ist ja hier. Wow. Panzer aus 154. Und ich muss Richtung 200 gucken. Keine Vorräte. Jungs, ich brauch alle auf dem Spot. Panzer abwehr, alles was wir da haben. Mann, die Häuser auch, die einzelnen. Vorne ist direkt der Panzer. Braucht Munition. Ein Anti-Tank. Einmal Munition dürfen, haben wir jemanden. Wir brauchen einen jetzt für Munition, einen, der Pack errichtet. Einmal Panzer. Ja, ich wechsel ab zu Rifle. Aua. Wie gesagt, der Sherman, der guckt direkt auf den verfickten. Da ist schon ein Spawnpunkt. Aber unser Panzer kommt von hinten. Die sind schon close dran aus 150 mit Panzer. Panzer ist gut. AT, willst du hier Muni haben? Ja. Muni steht. Einer ist hinter dem Tank auf der Straße. Ich werfe eine Granate hinter den Tank. Da rennen auch welche. Einer pusht jetzt über die linke Flanke. Richtung 150. Was fällt hinter der kommen? Ich versuche mir den zu holen. Marker gesetzt, der 103 Marker Able, der Crouch da. Genau mein. Zwei Stück. Gute Arbeit, René. Geh nur Nebel. Wir kriegen jetzt auch Panzerunterstützung. Da sind noch 220 bei den Bäumen. Zeigt euch. Ist weg. Hier auf meinem Marker habt ihr. Dein Marker nicht. Warte, kommt neu. Hier und die Smoke, das waren die. Hier. Formieren uns und rücken mit unserem Panzer vor. Alle zur Hauptstraße und dem Tank hinterher. Langsam aber sicher. Bevor er jetzt noch Stellung hält.
uns jetzt den nächsten Sieg. Geschätzt aus 240 wurde ich gerade abgeschossen. Okay. Also Leute, das ist heute mal eine echt geile Runde, übel stressig. Auf. Ja. Southern Edge geht langsam aber sicher verloren, Jungs. Also aufpassen. Wir müssen rechts. Moon, ich fahr wo. Ja, ich komm. Chef, der ist gleich hier um die Ecke. Ein Stück zurück, irgendwo auf der Hauptstraße, hat er mich gerade abgeknallt. Okay, kann ich nicht einsehen, sehe ich nicht. Da muss Rain, aber. Muss, nee, ich bin Automatikschütze. Danke sehr. So, jetzt mal. Was für ein Befehl jetzt hier? Auf meine Position, alle auf meine Position. Du warst über die rechte Flanke jetzt. Ja, wir müssen. Alle zu mir. Ja, wir müssen da aber auch erstmal hinkommen, gell? Hier leider nicht alles komplett abdecken zum Vorrücken, aber. Wir laufen jetzt, unser Squad läuft jetzt rechts. Ich habe einen neuen Außenposten gebaut, ich gebe die Squad, ja. Hey, mach kurz Backup und wenn wir alle hier sind, sag mal Bescheid, dann drückst du nach. Alles klar. Direkt auf der anderen Seite Pfeife Richtung 212, der sieht dich, Kopf runter. Wow. Ja, ich weiß. Kopf runter, C. Der Chip ist. Yo, Run, kannst kommen. Aber Kopf runter. Einmal Ammo auf meine Pose. Bei 232 am Baum. Direkt hier vor uns ist auf der anderen Grabenseite. Einmal Munition hier bitte. Hab keine mehr. Komm ran, hol die auf der anderen Seite, die sind direkt im Mikrofon. Nur die Köpfe gucken rauf. Der auf 219 ist, glaube ich, platt. Nur noch der tote Helm. Mann, stell dein MG, der Rest pusht mit mir rüber. Kommt, Jungs, bis zum Graben vorrücken. Werf eine Granate. Oh, da ist noch einer im Graben bei 250, der robbt immer weiter nach rechts. Er müsste hier genau 255 oder so müsste der liegen. Ich geb unterdrückt. Ich werf eine Granate rein. Ja, der war schon tot. Ja, den hatte ich. Da ist aber noch einer ein bisschen weiter weg. Ich muss mich heilen. Da liegt noch einer hinten in dem Graben. Haltet ich auf jeden Fall die Köpfe unter uns. Welche Zahl ungefähr? 267. 260, 270. Ist der sehr nah? Weil ich habe noch zwei Granaten. Oh, er hat nicht. Der liegt da mit irgendwas. Ich werde von hinten beschossen. Ja, Brand, pass auf, ich guck nach hinten. Gib du nach vorne weiter Unterstützung. Ich wurde von hinten abgeknallt. Irgendwo ist da einer. Und? 10. Oh. Naja, gut. Ist aber trotzdem eine gute Runde, Leute. Echt. Also Wahnsinn, übel stressig. Die machen aber auch einen Druck, die Gegner heute, ey. Wahnsinn. Vorhin schon eine Runde gespielt, also übel. Der muss ja ungefähr aus Richtung 65 kommen. 50, 65. Ich hab gerade auf 210 einer erschossen und kommt noch einer, er hat nicht erschossen und kommt noch von links. Der kaputte Panzer auf der Straße. Haben wir Gegner. Befehle? Ich könnte jetzt mit dem MG vorrücken. Oh!
GPC, was machen wir? Wir pushen wieder vor in die Siedlung. Panzer ist schon vorgerückt. Aber probiert über die rechte Flanke zu kommen. Wenn wir da übers Feld laufen, werden wir von der Straße aus abgeknallt. Haltet die erstmal ein bisschen zurück. Alles klar. Okay. Kann es sein, dass die westlich neben uns einfach sind? Scheint mir. Westlich? Bewegt sich aber auch nichts. Doch da. Oder? Mhm. Habt ihr den Typen erwischt, der im Feld da in dieser Grube lag, im Westen? Da liegen noch mehr. Das ist viel zu offen da, wir kommen da nicht durch. Das Problem ist, dass ich bin schon fast drüben gewesen an der Baumreihe, aber da wurde ich von links von der Straße wieder abgeknallt. Ich versuche ja mal komplett geradeaus zu laufen und dann rechts rum. Dass der uns von der Straße aus nicht sieht. Komm mal mit hier rüber, Chef. Komm mal hier rüber. Machen wir hier lang. Dann sieht er uns von der Straße aus nicht. Hinter der Hecke machen wir dann links und dann gucken wir mal, wir sehen. Dahinter ist ein Feld und hinter dem Feld sind die nochmal an derselben Grabenkonstruktion. Ja, aber hier kommen wir wenigstens lang, ohne dass der uns von der Straße aussieht. Auf 270 ist einer. Da muss ein Sniper sein, der hat mich jetzt zweimal sofort mit Headshot weggemacht. Das noch weiter rechts bewegen. Ja, ich bin hinter dir. Die sind da aber auch mit dem Tank von uns an der Siedlung schon wieder, wo wir eben waren, durchgeheizt. Wir müssen jetzt eigentlich nur diese Hecken schützen, hier töten und einer auf 265 geschossen. Dann ist hier Ende. Ja, ne, deswegen renne ich mit dir jetzt gerade hier alle rum. Einer auf Schüsse aus 220. 265. Kann doch nicht sein, Alter. Da müssen da irgendwo die Kunden rumhängen. Siehst du in den Heuballen noch was? Hier lagen die, wo wir gerade langlaufen. Wenn nicht, dass die halt noch weiter hinter uns gerannt sind. Naja, so scheißegal. Ist ja scheißegal. Wir haben ja jetzt die Seite ja erstmal sicher, ne? Komm, dann gehen wir weiter und dann baue ich dann einen Spawnpunkt auf. Genau, ich bin hinter dir. Wenn ich irgendwas sehe, sag ich Bescheid. Unser Panzer ist tot. Ja, da sind immer noch Heckenschützen irgendwo und ein Typ mit einer Rocket. Wir müssen das hier komplett leer machen, sonst fucken die uns gleich richtig ab. Naja, dann rennen wir aber nicht wieder Richtung Stadt. Dann lass doch lieber hier noch ein bisschen gucken. Ja, hier. Einer mit einer Rocket war hier noch und nicht, dass sie hier so einen Posten haben und keiner bemerkt das und die respawnen die ganze Zeit drinnen. GBC im Gebäude auf 1 bei 0 ist einer, wo ich geschoben bin, in die Gebäude. Okay, ist er. Ich hab den Feind nicht linker Gebäude, erster Stock. Und hier vor uns im Gebäude sind noch welche. Also Außenposten habe ich gerade zerstört, das heißt, die können schon mal nicht respawnen, jetzt wollen wir uns hier sehen. Wo zum Teufel ist der? Mich hat's auch erwischt. Das Ding ist, es bringt nichts weiter zu laufen, solange die dann in der Mitte noch im Kern sind. Aber die haben keinen Außenposten mehr. Wir müssen jetzt so ich guck hier noch ein bisschen rum, ob ich hier in dem Graben irgendwas finde und dann komme ich wieder zurück. Also eigentlich ist das auch egal, der Commander hat gerade gesagt, wir sollen bei C7 am Außenposten spawnen und dann auf Wajak los, weil dieses Eastern-Ding wird gerade schon von uns genommen, das heißt der Feind, das bringt dem gerade nichts. Position zu sein, wo wir sind. Also spawnen alle bei C7 startet wieder aus an. Also ich bin jetzt in Richtung Siedlung Hauptstraße gelaufen, aus irgendeinem Haus wurde ich abgeknallt. Feind direkt aus Osten und irgendwo in den Gebäuden ist noch ein Kunde, definitiv. Ein Kunde? Nice! Spawnen bei C7.
Da sollen wir dann schon mal zu Boris Jacques oder wie das heißt, runterlaufen, ja? Das machen wir jetzt, das machen wir jetzt. Ja, dann kannst du ja mal kurz auf mich warten, ich bin gleich da. Jungs, lasst euch versetzen. Dann warte kurz, ich bin gleich da. Dann leg dich da irgendwo hin. Das Problem ist, wir machen das jetzt, was der Commander sagt, aber ich habe halt durchaus Angst, dass das fällt. Naja, aber du kannst ja trotzdem kurz auf uns warten. Ich warte. Baue ich was. Dann leg dich doch da vorne in die Baumreihe, ne? Also ich bin der Meinung, da in den beiden Häusern, da ist noch irgendjemand. Der konnte mich nur aus der Außenposten. Ja, klar war da einer. Der hat mich ja, ich bin ja zurückgelaufen in das Dorf. Die Hauptstraße hochwärts halt zu euch hin, von unten her gekommen, von Süden. Und ich wurde direkt von vorne glatter Kopfschuss. Also da muss definitiv noch einer im Gebäude sein. Da. Die Gegner müssen das selber aufgeben jetzt, sonst verlieren die ja das Game. Also wir gehen auf Boardback und das erste Team... Einzige Sicht von den Häusern und genau die haben mich erwischt. Also da ist noch jemand in den Häusern. Kann er versauern. Naja, da soll er sich halt da hinlegen, da ist jetzt eh keiner mehr. Hä? Dann Edwards genommen. Schnell jetzt in den Wald und dann auf geht's. Bring dich gleich Supplies im Boss. Ja, noch ein Garnison. Ja, bauen wir gleich eine Garnison im Wald und dann ab. Wir haben hier auch irgendwo einen Tank rumfahren. Suchen wir jetzt einen schönen Fleck im Wald. Ich hör aber auch Ketten. Ja, einfach in den Wald. Wir können uns nicht erwischen. War erstmal schön Biwak. Mach doch da vorne hier bei den umgefallenen Baum. Siehst du den? Ein Stückchen weiter rechts, Chef. Da, wo der umgefallene Baum ist. Hier. Wir können noch gar nichts bauen. Ach so, alles klar. Wir halten nur eine geile Stelle hier. Panzer, wir können hier eine bauen. Panzer im Osten. Panzer im Osten, hier direkt wird wieder eingenommen, heißt wir können hier eigentlich gar nicht so viel machen. Ich habe bei dem Commander schon gesagt, dass er hat hier Rohstoffe auf unsere Position fallen gelassen. Jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Und ich habe ihm gesagt, wir haben Rohstoffe. Ne, ist ja genial. Supplies sind hier. Dann habe ich gerade aus Versehen den Commander gebaut. Du kannst hier eine Garnison bauen. Wir direkt Rohstoffe jetzt bauen. Jetzt direkt, zack, zack. Du kannst ja auch ein Garnison bauen, wo? Hab ich schon. Gerade Supplies hingelegt. Ja, wenn wir Glück haben, haben wir es gleich geschafft. Ey Leute, war das stressig. Und ich muss mich definitiv bei euch nochmal bedanken, dass ihr so die Videos guckt. Ey, Wahnsinn. Bin jetzt schon mittlerweile... auf Southern Edge konzentriert. Einfach Position jetzt halten. Echt, also... Euch, lasst euch nicht erwischen. Bin jetzt schon bei 50 Klicks. Werden aus dem Westen kommen, oder? Und das ist und für mich echt eine riesen. Wenn wir einen haben, der Sandsäcke und Stacheldraht bauen kann, dann kann der uns hier... Verschanzen wir uns hier, Achtung. Flugzeug hat mich tot gemacht. Köpfe unten halten. Wenn die eher aus dem Osten oder aus dem Westen kommen. Ich muss euch definitiv nochmal danken, jetzt bin ich ganz schnell. Süden, nicht aus dem Osten. Eure Klicks, jetzt bin ich ja schon bei 50, ey. Für mich ist das eine Riesenwelt, 50 beides, Klicks. Oder? Wahnsinn. Aber das ist halt auch das Spiel, gell? Es wird immer populärer und ich finde es einfach nur geil. Ich feiere das Spiel übelst. Und viele von euch da draußen werden, also denke ich Norden mal, feiern das Spiel. Werden zwei Shermans gecallt. Der Sieg ist nah. Ja, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Russian
Gänsehaut! Nein! Alle Mann jetzt hierher, Alter! Echt alle! Sobald ihr irgendwelche Leute seht, Granaten raus in alle Richtungen. Granaten! Das ist das Beste im Wald, Junge! Granaten! Beste Mittel im Wald! Besser als Schusswaffe! Ich dachte Erbsensuppe. Nee, Gulaschkanone haben wir leider nicht dabei. Weißt du, wie ich es mein? Hat er hier schon wieder Supplies runtergesendet? Ja. Das ist der Beste. Feind auf! Ja, ist ein MG, ja. Definitiv. Geschätzt 200. Aber ich spawn jetzt eh noch mal ein Stückchen zurück und da komme ich von der Seite. Mal schauen, ob ich ihn erwische, wenn ich so bis dahin das vorbei ist. Ein Kontakt 250. Komm, mach hin. Aber wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Mal gucken, ob ich noch einen mitnehmen kann. Oh. Oh ja, jetzt kommen sie alle. Oh. Aber wir haben es gleich. Ja, Feuer! Haben's gleich! Ja, Leute. Wahnsinn. Trotz dieser Gegenwehr. Wahnsinn. Oh, war das krass, ey. Meine Fresse. Ja, Leute. Ich wollte nur noch mal sagen, ich danke euch übelst dafür, dass ihr meine Videos anguckt. Ich bin jetzt mittlerweile schon bei 50 und das ist für mich schon echt eine Welt. Und dafür danke ich euch übelst doll. Also wie gesagt, wenn ihr noch viel mehr davon sehen wollt, abonnieren. Ein Daumen nach oben wäre sowas von genial. Das würde mir wenigstens zeigen, dass ich alles richtig mache. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch noch einen netten Abend und ja, wir sehen uns. Reinhauen.